down, bitch, I'm still out. So Leute, willkommen hier zurück zu SGE Swiss German Elite. Mein Name ist Blaze Chris mit einem neuen Video. Kurz vor Weihnachten. Ja, geht ja noch eine Weile bis zu Weihnachten. Aber ja, heute ist ja mal angesagt, dass jetzt irgendwie die Weihnachtstarnung rausgekommen ist. Also wir schauen gleich mal. Ich habe sie schon drin. Aber da ist ja eben, wie gesagt, die Tarnung für die Waffe da, damit die Waffe nicht friert. Wisst ihr, das ist auch so eine Logik von Activision. Überall schönstes Wetter, Sonne, Bomben oder sonst was. Aber nee, man muss ja natürlich die Waffe überziehen mit Weihnachtstarnung. Wow. Richtig geil. Ich stehe drauf, ey. Dann haben wir dann noch einen Aufnäher. Und da steht, du wirst dir ein Auge aufschießen. Ja. Also, ich weiß ja nicht. Man bekommt auch irgendwie beim Rotpunktvisier auch da den... Nee, doch, Rotpunktvisier. Ja, so ein Eis-Dingans-Bummens da Fleck, sage ich dem jetzt mal, ne? Und natürlich noch die ganz schöne Hintergrundmustermarkierung mit den drei... Ich sag mal, das sieht aus so wie die Kalaschnikows, ey. Ja, mal gucken, was wir jetzt mal damit reißen, ne? Seht ihr da im Hintergrund noch Ghost schön gestickt. Das war wahrscheinlich die Oma von dem Gründer von Activision und von Infinity Ward hat gesagt, ja, mein Sohn, ich strick dir jetzt mal ein neues Kostümchen für deine Waffe. Und im Hintergrund. Ja. Ja, mit Weihnachtstarnung durch die Kriegswelt. Mal schauen jetzt. Also es ist wieder mal ein Live-Commentary. Mal gucken, was die Leute so bieten. Ich spiele wieder mal, so wie öfters, Team Deathmatch. Die anderen habe ich natürlich wieder auf Stumm, weil ich habe echt keinen Bock, dass die mir jetzt noch irgendwie mein Video versauen oder so. Oh. Aber es ist jetzt schon gekommen, dass ich wieder durchragen muss, ey. Das nervt mich jetzt schon. Mit der Weihnachtstarnung durch die Campstrike. Was für ein Witz, ey. Es gibt viele, die schaffen das, ich nicht. Ich hatte letztens auch 24:0 bei TDM. Das war wirklich ein... Nee, ein Kill hatte ich mit Hund geschafft. Da stand ich wirklich vor Campstrike. Ich habe mir fast die Haare weggerissen, ne? Weil das Spiel dann plötzlich vorbei war. Da heißt es wohl penetriert und arschrasiert. Das hat mich total genervt, ey. Ich habe fast angefangen zu weinen. Warum tust du mir das an? Ich wollte dich doch heiraten, Call of Duty Ghost. Ich wollte den Antrag machen und du sagst einfach nein. Ja, so ist die Hochzeit zwischen mir und Call of Duty Ghost geplatzt. Keine Verlobung, keine Hochzeit, keine Kinder, keine Familie. Ja, selber schuld, würde ich mal sagen, ne? Ja, mal gucken, ob jetzt die CD wütend auf mich ist und sie mich keine Kills machen lässt. Nur weil ich Schluss gemacht habe. Oh Gott. Nächsten Samstag, also diesen Samstag, nicht nächsten Samstag, sorry. Um 21 Uhr habe ich ja schon im letzten Video erwähnt. Ich glaube, es ist da wiederum der 22. oder 21. Ich habe keine Ahnung. Da wird der Stream, ich erwähne es in jedem Video, ich möchte einfach, dass ihr auf dem Laufenden bleibt und wisst genau, welcher Tag das ist, falls ihr Wind machen wollt. Ihr seid herzlich eingeladen, wirklich, wir spielen, Ayadumdum und ich spielen wirklich nur mit Abonnenten und das wird so 2, 3, 4 Stunden gehen, je nachdem, wie wir uns fühlen, wie wir Kills machen und so. Guckt euch das an, schönstes Wetter, sorry, dass ich gerade unterbreche, aber ich habe die Weihnachtstarnung. Wow! Eben, wie gesagt, Livestream, dann bei mir auf dem Channel, bei Twitch. Entweder guckt ihr das, euch das an oder ihr macht selber mit, das müsst ihr wissen. Ihr könnt es auch gerne den Kollegen, Freunden sagen, dass sie es gucken können, sollen, wie auch immer. Sorry, das war nicht so dein Ding, wa?
In Gold, ja. Und wenn Sie mitmachen wollen, dann wisst ihr ja, was die Bedingungen sind. Nur für Abonnenten. Ja, komm, 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 komm raus! Verdammte Scheiße nochmal. Da ist er. Ja, Mann, Wookie. Ich hasse diesen Tarnanzug. Guckt euch den an. Einer. Oh, Assist, Mann. Wie schlecht bist du und klaust mir den Kill. Gemein. Ihr seid gemein. Oh, nee. Was war das denn? Hier. Stirb. Mann, nur Hitmarke. Da wird blutrot sein. Ja, legen wir mal ein Ei. Mal gucken. Ich spiele halt immer mit der Honey Badger, weil ich diese Waffe über alles liebe. Ich finde das die absolute Hammerwaffe. Hey, hi Lassie. Oh, da kommt einer. Und ich kann ihn nicht killen und Lassie schaut nur zu, Alter. Mann. Oh, unterwegs gleich noch eine. Hundefutter brauchst du diesmal keins, Lassie, ne? Schade hat man für dich keine Weihnachtstarnung mehr. So mit einem Sternchen auf dem Kopf. Und mit so Glocken am Arsch. Wie schlecht bin ich, Alter? Das ist ja wohl nicht normal. Lassen wir mal da, wo er ist. Bevor er rauskommt. Ja, meine Blendgranate 50 Kilometer weggeschmissen. Das geht doch gar nicht. Und ist er da am Campen? Ist er das? Ja. Hab dich, Bitch. Ja, mit der... Was ist das? Chainsaw? Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ja, Chainsaw. Ja, ja. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es machen einige mit. Hey, wieso und getötet? Oh, wer hat mein Essen getötet? Ich hoffe, einige machen beim Livestream mit. Wäre richtig nice, cool, lustig. Also es haben sich schon einige gemeldet. Also bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei Aya steht. Ich höre dich, ich höre dich. Komm, komm. Wo bist du? Da bist du. Ciao, ciao. Van Hinten. Man nennt mich auch in Holland Blaze Van Hinten. Und. Oh, oh. Nee, 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 nee. Nein, nein. Wo ist er? Komm. Bye, bye. Verbündete Satcom. Schabalaba Ding Dong. Falls Kühni das Video sieht, er ist informiert, er weiß, was das heißt. Satcom-Verbindung aktiv. Hä, für was habe ich denn 1000 Punkte bekommen? What the fuck? Keine Ahnung, jo. Ich meine, geschenkt ist geschenkt, wa? Kurz vor Weihnachten. Danke, Weihnachtsmann. Für gar nichts. Also, wenn alles gut geht, habe ich endlich mal meine PS4 nächste Woche. Und da werden auch Gameplays von der PS4 aus starten. Oder gestartet werden. Schon wieder so ein Deutschfehler, den ich mache. Und ja, mal schauen. Ich habe gehört, dass die Grafik um einiges besser ist. Also logisch, ich meine, es ist die Next-Gen-Generation. Aber was ich damit sagen will, das ist bei Ghost auch so ziemlich krasse Unterschiede gibt. Und darauf freue ich mich so richtig. Mal schauen. Aber keine Angst, ich werde mehrheitlich PS3 zocken, weil ich natürlich meinen Abonnenten auch treu bleiben will. Und nicht, dass es dann heißt, ja, ich zocke nur noch PS4. Ich zocke übelst gerne mit den Abonnenten, also auch zwischendurch. Ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr seht, ich bin online, wenn ihr mich geaddet habt, ich nehme Freundschaftsanfragen an, egal wie alt ihr seid. Ich meine, ich freue mich natürlich, dass ihr mich abonniert habt und dass ihr mich so krass unterstützt. Du mit dem scheiß Zielsucher da oben. Ja, ich weiß, das Visier heißt anders, aber... Trotzdem nervt es mich. Meldet euch einfach. Ich habe noch 15 Slots frei, dann könnt ihr mich adden. Oh, voilà. Quickscope. Wie ein Pro. Fast. Nein. Nein. Ach. Ja, wisst ihr, meine Stats sind mir eigentlich so gut wie egal. Weil ich bin kein Skiller, ich bin kein, keine Ahnung, KD-Suchter.
Ich mache einfach meine Kills. Ich habe Spaß am Spiel, ich habe Spaß am YouTube. Also müsst ihr mir das auch verzeihen und verstehen, weil ich habe es auch schon im letzten Video erwähnt. Und was Hitmarker? Der war nicht schlecht, ey. Ja, und ich werde markiert. Fick dich. Mann, Mann, Mann. Ihr müsst mich verstehen, dass ich nicht der übelste Pro-Gamer bin. Muss ich aber auch nicht sein. Gute Spieler gibt's genug. Die Welt braucht nicht noch einen. Also, in meiner Sparte. Komm. Nein. Ja. Reiskorn! Wieso nennst du dich nicht gleich Reiskorn? Oh mein Gott! Was für ein Geschütz! Ja, Geschütz gegen Waffe, ey. Wie geil ist das denn? Wer wohl gewinnt? Das ist jetzt die Frage des Jahrhunderts. Ich habe jetzt aufgehört mit der Honey Badger zu spielen. Nein. Nein. Ja. Alle guten Dinge sind drei, ey. Scheiße. Wie schlecht von mir. Das sieht man jetzt sogar noch in der Killcam. Und eins. Und zwei Fehler. Und der dritte ist so richtig... Oh Gott. Mann, 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 Mann. Ich verstehe das nicht von Activision sowieso. Anstatt, dass sie sich um Probleme kümmern, anstatt, dass sie jetzt irgendwelche Lösungen finden für Server-Scheiße da, die sie haben und Hacker und sonst irgendwelche Cheater und. Machen sie eine Weihnachtstarnung. Also die Logik ist ja da wieder mal bombastisch. Danke dafür, Activision. Oh, das ist ja wichtiger wie die Hacker, ne? Dass man den Leuten ja natürlich frohe Weihnachten wünscht mit einer Weihnachtstarnung. Und hätte ich jetzt nicht den Season Pass, müsste ich wahrscheinlich auch dafür zahlen. Das wäre noch das Beste, aber... Nee, also wirklich gigantisch. Optimal. Mann, 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 Mann. Die, die es noch nicht gemacht haben, bitte, bitte, bitte geht auf Facebook und lasst ein Like da. Bei der jetzt kommt's mir gleich, Moment. Ui. Oh ne, scheiße, falsch. Geht auf b.lacechris und lasst ein Like da, da werdet ihr ständig informiert, was läuft. Da werde ich auch posten, wenn das der Stream gestartet wird. Ich denke mal am Samstag, Mittag oder so, werde ich ein ganz, ganz kurzes Infovideo starten, wann es genau läuft, weil ich muss das ja mit dem Eierdümdüm noch abklären. Also um 21 Uhr sollte es starten. Nur das Problem ist halt, wenn wir keine 6er-Lobby haben, dann können wir es auch nicht direkt starten. Weil ich möchte nicht, dass wir jetzt auf Einzelgänger machen und nur zu zweit spielen. Das will der Eierdümdüm genauso wenig. Wir haben natürlich auch schon drüber gesprochen. Und damit die Abonnenten auch was davon haben. Also es wäre natürlich... lustiger mit den Abonnenten zu spielen, auch vor allem die, die man nicht kennt, so kann man sich auch kennenlernen, je nachdem gibt es ja den einen oder anderen, der sich halt, ja, keine Ahnung, bei YouTube Mühe gibt, um Videos zu machen und da wird er auch gleichzeitig ein bisschen supportet. Mal schauen, lassen wir uns mal überraschen. Nein, USBV, da ist er. Ha, hat dir wohl nichts gebracht. Nein, ja, natürlich. Natürlich. Naturelement. Ich hab dich gleich, komm. Wieso sind die eigentlich alle markiert? Ich check das jetzt gar nicht. Tschüss. Ich will das auch. So ein... Ich sehe dich ständig, Perke. Nein, von hinten, Mann. Ohne Scheiß. Das ist ja meine Aufgabe. Ich bin zwar kein Holländer, aber trotzdem. Mein von hinten. Meine von hinten Spezialität. Ja, da steht der eine mit dem Schild da. Oh mein Gott. Nein! Ey, jetzt nervt ihr mich, Mann. Jetzt geht mir... Da ist schon der Nächste, ey.
Leck mich doch am Dödel, ey. Komm. Wie er da liegt. Teppich! Gehittet. Wir haben die Führung verloren! Ja, natürlich haben wir die Führung verloren, wenn die ständig nur campen. Man. Jetzt kommt's gleich. Wir sind in Führung. Feindliche SATCOM gesichtet! Ja, feindliche SATCOM. Okay. Mal ganz ehrlich, Leute, ich bekomme in letzter Zeit ziemlich viele Messages, die dann so beschrieben sind. Ja, hi, mein Name ist so und so. Abonniere mich und ich bewerte deine Videos positiv, like sie, bla bla bla. Also erstens mal, ne, ich habe wirklich keine tausende Abonnenten. Ich sehe da keinen Sinn dahinter, dass ich euch abonniere, so quasi als, wie sagt man dem? Als Unterstützung, als Push, weil es bringt's nicht. Und zweitens, ich abonniere nur diese Leute, die mir auch gefallen. Ist doch logisch, ist doch klar. Natürlich, wenn es jetzt irgendeine große Hilfe wäre und ich sagen würde, okay, deine Videos gefallen mir, ich finde das in Ordnung. Ich bin ja schließlich auch Kommentator, ne? Also wie viele andere auch, und mache genau dasselbe wie die. Und ich weiß nicht, also einfach nur ein Abo dalassen ist halt, finde ich, ein bisschen schwach. Also man sollte die Videos ja natürlich gerne mögen oder die Person, und dann sollte man das Video liken und eventuell, wenn die anderen Videos auch in Ordnung sind, ihn abonnieren, wenn ihn jemand interessiert oder so, aber doch nicht so, ey, ohne Witz. Und davon gibt es wirklich viele. Ich habe einige in meinem Posteingang von YouTube, die das machen. Oh, ich verstehe das nicht. Also der eine hat sogar 5-mal so viele Abonnenten. Also der ist jetzt irgendwie bald mal auf 1600 Abonnenten und bittet mich darum, dass ich ihn abonniere, damit er meine Videos liked und so. Was hat, also nicht in dem Sinne die Frage jetzt falsch verstehen, was habe ich davon? Weil ich verstehe den Sinn nicht. Also wenn ich ihn jetzt abonniere, hat er einen Abonnenten mehr, ja? Und eventuell abonnieren ihn, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Leute von mir. Aber das ist doch irgendwo durch falsch, weil ich habe die Videos geguckt. Ich meine, es gibt, ich rede jetzt von den kleinen YouTubern, denn ich bin auch klein. Ayadumdum zum Beispiel gefällt mir richtig gut, weil er macht es wirklich auf seine Art. Er verstellt sich nicht. Er kommentiert so, wie ich es mag. Und er ist auch witzig drauf. Also wir machen ja auch viel zusammen und so. Mein Bruder, der ist Let's Player. Den mag ich auch. Und wieso soll ich einen abonnieren, der mir nicht gefällt? Ich habe auch den Famehawk zum Beispiel. Der gefällt mir auch ziemlich gut. Und habe ihn auch abonniert. Und ich meine, er hat mich kontaktiert und hat auch gesagt, ich würde seiner Meinung nach gute Videos machen. Ich bedanke mich dafür, auf jeden Fall. Also es ist ja, ich sage da nicht nein. Ich bin froh, dass meine Videos den Leuten gefallen. Ansonsten würde ich ja kein YouTube machen. Aber eben, wie gesagt, ich meine, ob jetzt gute Bewertungen oder schlechte Bewertungen. Ich meine, in puncto Gameplay müsst ihr mir wirklich, ohne Witz, keinen Daumen nach oben geben, weil ich bin kein übelster Pro-Gamer. Ich bin ganz normaler Spieler, aber wenn ihr mich jetzt als Person schätzt und mögt oder sonst irgendwas, wenn ich euch sympathisch bin, hört sich zwar ein bisschen schwul, aber scheißegal, dann könnt ihr ja gerne ein Abo dalassen. Also da hat niemand was dagegen. Also ich produziere meine Videos weiterhin und ja, einfach weitererzählen, wenn ihr das mögt. Ich weiß, also ich bringe im Moment nicht so viele Videos, weil ich bin echt voll im Weihnachtsstress. Ich habe voll übelst viele Sachen zu erledigen.
Es gibt viele andere YouTuber, die haben mehr Zeit, wesentlich mehr Zeit, aber es gibt auch diese YouTuber, die machen jeden Tag Videos, weil die Mama alles erledigt. Also ich wohne ja alleine und für mich erledigt definitiv nicht alles meine Mama. Oder besser gesagt, gar nichts, weil ich muss das ja schlussendlich schleppen, tragen, kaufen, machen, tun. Ja, und das ist halt nicht einfach, alles auf einen Punkt zu bringen und alles unter einem Hut zu bringen. Und ich versuche wirklich so viele Videos zu machen, wie ich nur kann. Ich denke mal, ab dem neuen Jahr, verdammte Scheiße nochmal, wird es wesentlich mehr geben. Und ja, mal schauen, was dann passieren wird. Live-Commentaries werden sowieso mehr steigen, weil ich habe im Moment, ohne Witz, bringt mir einfach ein paar Vorschläge, bitte, bitte, in die Kommentare, was ich in den nächsten Tagen für Themen nehmen soll, für nachkommentierte Videos, weil mir fällt gerade nichts ein. Ich mache lieber jetzt im Moment gerade auf Live-Commentary, da habe ich mehr dran Spaß, als dass ich jetzt irgendwie nachkommentiere, weil ich weiß nicht, also jeder erzählt seine Geschichten, jeder ist verschieden interessant und spannende Geschichten gibt es nicht immer. Ich meine, es gibt Leute, die hören einem gerne zu. Und es gibt wiederum Leute, die hören einen weniger zu, weil die eigene Geschichte nicht für jeden interessant ist. Und das verstehen auch viele kleine YouTuber selber nicht. Und dadurch suchen sie sich halt ziemlich krasse Themen aus, die sich halt nicht ausbauen lassen. Und so möchte ich nicht enden. Ich habe das am Anfang so gemacht. Ich habe jetzt eigentlich, wenn ich mich zurückerinnere, bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe so ziemlich wenig von meinem Real Life erzählt bis jetzt. Wenn ihr da auch wollt, dass ich ein paar Geschichten aus meinem Real Life erzähle, keine Ahnung, wie zum Beispiel Vorschläge jetzt, was ist dein peinlichster Moment in deinem Leben oder wie viele Frauen hattest du schon im Bett, keine Ahnung. Das mit den Frauen, keine Ahnung, ich kann sie nicht mehr zählen. Ach, Scherz. Ich weiß nicht, eben, schreibt mir in die Kommentare, was ihr wissen wollt. Also bitte, bleibt auch irgendwie wodurch seriös, weil YouTube ist halt ein strenges Geschäft. Also eine Frage kann ich euch beantworten. Ich bin halt YouTube-Partner und da muss ich mich an gewisse Regeln halten. Und ich kann nicht einfach alles rausposaunen und ja, keine Ahnung. Mal schauen. Stellt mir eure Fragen, ihr wisst ja. Ich beantworte sie euch gerne und ich werde, denke ich mal, so dann eben die neue Serie weiterführen und ich werde mir noch einen Namen überlegen oder ihr, wie ich gesagt habe, ich mache so eine Art Gewinnspiel draus. Am besten sendet ihr mir Vorschläge, egal wo, Facebook, YouTube, sonst, wenn ihr meine Handynummer habt, schickt sie dahin. Ich gebe sie euch nicht allen, ist ja logisch. Und mal schauen, vielleicht ergibt sich was. Dann kann es sein, dass ich entweder ein Gameplay nehme von dieser Person, von der ich den Vorschlag angenommen habe. Oder es gibt einen Dual-Commentary, wer weiß. Also, keine Ahnung. Und der wird natürlich dementsprechend auch verlinkt. Je nachdem, ob er einen YouTube-Channel hat. Ja, ihr wisst ja, wie es geht. Lasst den Daumen nach hoch da. Wenn es euch gefällt. Ihr könnt es gerne teilen, ihr könnt es gerne weitererzählen. Ihr wisst, der Livestream ist am Samstag. Und ich würde mich freuen, je mehr, umso besser. Ich kann natürlich nicht alle in eine Party einladen, das wisst ihr ja. Darum machen wir so staffelweise und laden halt die Leute einzeln ein, die gerne mitmachen würden. Ich habe mir ein paar Namen schon aufgeschrieben, die dabei sind oder die dabei sein wollen. Und es fehlen halt noch ein paar, damit ich sagen kann, okay, es gibt so richtig Abwechslung. Und naja, ich denke mal, ich verabschiede mich mit meinen Worten wie immer. Oder doch nicht, oder doch, oder doch nicht, oder doch. Ich überlege mir das nochmal. Nur mal kurz einen Moment, bitte. Ja, okay, da es kurz vor Weihnachten ist, mache ich es doch. Oh, ja, Salvatore San lädt mich ein von den Hamburger Hängern. Dann zocken wir doch gleich mal eine Runde zusammen. Und damit verabschiede ich mich auch. Cheerio, bye bye. Euer Blaze Chris, bis zum nächsten Mal. Yo, reinhauen, reingeschlauen. Bye bye. Das war's. Stop. Stop.